Hallo und guten Morgen oder wann auch immer ihr diese Botschaft hört. Ich will heute mal wieder eine Predigt halten, und zwar steht die im Hebräerbrief in Kapitel 12 in den Versen 1 bis 11. Ich wähle die revidierte Elberfelder Übersetzung. Da steht nun Folgendes: Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne, denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und lieben? Denn sie züchtigen uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Der Brief an die Hebräer, viele meinen, er könnte von Paulus sein, vom Stil her, aber es ist nicht sicher. Jedenfalls, der Brief an die Hebräer ist an Menschen gerichtet gewesen, die in der Verfolgung lebten. Es waren Juden, die das Judentum verlassen haben, um dem Evangelium zu glauben und Jesus Christus nachzufolgen. Er war der Messias, das haben sie erkannt. Die Anfechtungen, den Widerstand und die Leiden, die sie dabei erfahren haben, konnten sie aber auch ganz anders verstehen, dass sie nämlich in Gefahr standen zu meinen, dass der Glaube an Jesus Christus doch nicht richtig sein könnte und die Probleme, die sie nun hatten, ein Beweis dafür wären. Das können wir vielleicht ein wenig nachvollziehen, wenn wir auch manchmal in solchen Situationen stehen, wo die Sorgen und Nöte vielleicht zu viel werden oder wir den Eindruck haben und wir anfangen zu zweifeln und verunsichert sind, sowie hin und her gerissen. Aber in diesem Fall waren die Schwierigkeiten dieser Juden eher Angriffe des Feindes, die Empörungen der Ahnungslosen und der Gesetzeshüter. Es waren Prüfungen, Erziehungsmaßnahmen, Emotionen, Existenz, Ängste, Angst vor Veränderungen und Ähnliches. Es geht in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, um das Ausharren in diesen Prüfungen. Also es ist sozusagen eine Ermahnung, um uns das Vorbild in dieser Sache, Jesus Christus, vor Augen zu halten und auch um gläubige Menschen, die uns im Kampf mit diesen Schwierigkeiten ein Vorbild sein sollen. Manchmal verstehen wir es vielleicht gar nicht, dass die Dinge, die wir gerade erleben und durchleben und die mit Sorgen und Mühe verbunden sind, eine Prüfung darstellen, die einen bestimmten Zweck verfolgen. Und auch Züchtigungen oder Erziehungsmaßnahmen, wie auch immer man das nennen möchte, nehmen wir nicht immer als das wahr, was sie sind, nämlich tatsächlich eine Korrektur von oben, von Gott.
um unseren Blick wieder auf das Wesentliche und Richtige zu richten. Wir bekommen eben nicht jeden Morgen mit brennenden Buchstaben an der Zimmerdecke Gottes Anweisungen und Hinweise für den Tag übermittelt, sondern sollen selbst innerlich und äußerlich als Christen lernen, mit Gott zu leben und uns durch den Heiligen Geist in allem leiten zu lassen, auch gerade dann, wenn sich Umstände in unserem Leben verändern oder eben nicht immer alles nach Wunsch verläuft. Wir dürfen unseren Verstand benutzen, wir dürfen nachdenken, wir dürfen forschen, wir dürfen beten, wir dürfen uns austauschen, wir dürfen unseren Glauben lebendig machen und mit Gott arbeiten und offen sein für sein Reden, für sein Einschreiten, für seine Erziehungen. Es lohnt sich. Wir sind keine Befehlsempfänger wie in einer Kaserne, sondern wir sind Kinder Gottes, die in Beziehung zum himmlischen Vater stehen und darin leben und lernen sollen, jeden Tag aufs Neue, auch wenn manches sich nicht immer als einfach darstellt oder manches schon oft gehört wurde. Manchmal fällt der Groschen erst dann, wenn wir uns mehr oder andere Gedanken über das machen, was wir schon so oft gehört und gelesen haben. Was wir dabei erleben und womit wir manchmal auch konfrontiert werden oder wieder konfrontiert werden, gefällt uns manchmal eben nicht immer und entsprechend fordert uns das heraus. Aber auch das ist gut und hat seinen Sinn und Zweck. Wir sind ganz bewusst nicht im Kuschelclub der Erretteten, sondern im Schmelztiegel der Heiligung. In Sprüche 17,3 heißt es entsprechend: Der Schmelztiegel für das Silber und der Ofen für das Gold, aber ein Prüfer der Herzen ist der Herr. Darum geht es. Gottes Prüfungen finden nicht am grünen Tisch statt, sondern in der täglichen Praxis. In der Theorie des Glaubens sind wir vermutlich alle irgendwie Weltmeister, aber die Praxis lässt leider oft zu wünschen übrig, bei dir und auch ganz sicher bei mir. Aber das darf und wird sich ändern, im Kleinen und Großen, und alles, was hierbei geschieht, dient uns tatsächlich zum Besten, Römer 8,28, auch wenn wir das meist nicht sofort einsehen und verstehen. Am Ende unseres Weges, wo und wie auch immer, sind wir bei Jesus im Himmel. Allein das zählt, und dann werden wir viele Dinge auch verstehen, die uns vielleicht jetzt noch irgendwie verborgen sind. Wenn das Glaubensleben eher einfach und schablonenhaft wäre, wenn man einfach nur die nötigen Informationen braucht, damit das alles irgendwie läuft, dann würde es vielleicht auch genügen, wenn wir einen dreimonatigen himmlischen Crashkurs zum Thema Heiligung machen und dann wäre die Sache erledigt. Aber es dauert eben länger, unser ganzes Leben. Warum? Weil Gott es besonders gut machen will und wir auf die Ewigkeit vorbereitet werden. Das haben wir nötig und jeder auch auf ganz individuelle Art und Weise. Wir werden nicht erlöst und dann in Watte gepackt und verhätschelt, ins Regal gestellt und gelegentlich abgestaubt, sondern wir werden in höchster Autorität und mit der größtmöglichen Macht und Herrlichkeit durch unser Leben als Christen in allen Höhen und Tiefen durch Gott in das Bild Jesu verwandelt. Von Jesus wissen wir unter anderem das, was in Römer 8,29 steht, nämlich: Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und das ist das edelste und höchste Ziel und das Beste, was ein Mensch sein kann. Ein Bild, das Gott ähnlich ist. Das war ja auch von Anfang an Gottes Wille und sein Ziel. 1. Mose 1,26. Lass uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Durch Jesus Christus hat Gott das bewerkstelligt. Nicht mit einem Fingerschnipsen, sondern durch die Menschwerdung, das Evangelium, das Blut Jesu, den Glauben und die Heiligung. Wir bekommen das ganze Paket, nicht weniger. Und das sollen wir niemals gering schätzen, sondern uns sogar danach ausstrecken und Gott darum bitten, uns jeden Tag mehr und mehr zu verändern und dass sein Wille an uns geschieht und deutlich wird und wir ein Zeugnis sind und sein dürfen für unsere Hoffnung, dass man uns anmerkt, dass wir Kinder Gottes sind.
Der gelesene Text im Hebräerbrief spricht von einer großen Wolke von Zeugen. Zeugen wofür? Von dem Umstand, dass diese Menschen ihr ganzes Leben lang mit Gott alle Höhen und Tiefen durchlebt haben und sie brauchbar waren für Gott oder brauchbar gemacht wurden und auch für sich selbst daraus einen großen Gewinn ziehen durften. Und das soll uns Mut machen. Die hatten auch ihre Nöte und Schwächen, ihre Nervereien und Ängste. Die waren bestimmt auch öfters über sich selber enttäuscht und zerknirscht und wären an manchen Tagen lieber tot als lebendig gewesen oder erst gar nicht aus dem Bett gekommen. Aber sie haben das alles überwunden, sich selbst überwunden, weil sie an den Überwinder geglaubt haben und Gott dafür sorgte, dass sie daran auch festhielten. In 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4 heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Diese Zeugen und alttestamentlichen Glaubenshelden beweisen uns also, dass man sein Leben als Christ durch ein gelebtes Glaubensleben, durch Geduld und indem man so manches erträgt und aushält, auf jeden Fall siegreich gestaltet werden kann. Auch wenn man dabei Fehler macht und manchmal auch über sich selbst den Kopf schüttelt oder über die eigenen Beine fällt. Wir werden nicht von diesen Zeugen vom Himmel aus beobachtet, das sagt der Text nicht aus, aber wir sollen uns in unseren Kämpfen und unserem Glaubensleben daran erinnern, in unseren Gedanken durch Nachdenken, dass es eben diese große Wolke gibt von Leidensgenossen, von Helden des Alltags, von Überwindern, von gesegneten Kämpfern, von Stehaufmännchen, von Felsen, die in der Brandung sind, von Männern und Frauen, die mit Gott nicht klein zu kriegen waren und in ihrem Charakter durch das, was sie erlebten und erfahren haben, tief verändert, gestählt und letztlich ungemein gesegnet wurden und für andere zum Segen wurden. Zu solchen wird Gott eines Tages das sagen, was wir in Matthäus 25, Vers 21 lesen, nämlich: Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Gott freut sich nicht, wenn wir leiden, aber er freut sich, wenn wir grundsätzlich dazu bereit sind, in der Nachfolge tatsächlich unser Kreuz auf uns zu nehmen und uns selber zu verleugnen und im Glauben nach vorne zu schauen und uns auch an den Männern und Frauen orientieren, die ihren Weg schon gegangen sind und standgehalten haben, weil sie Gott vertrauten und etwas Bleibendes und Wertvolles bewirken konnten durch ihr Leben. Und das möchte auch Gott von dir und von mir und durch uns tun. Dafür ist es niemals zu spät und wir sind dazu auch nicht zu alt oder zu jung oder zu krank oder zu untalentiert. Denken wir an Mose, wie er sich zuerst gesträubt hat, als Gottes Instrument dem Pharao sozusagen auf die Füße zu treten, damit sein Volk aus der Sklaverei befreit wird. Er ist einer dieser Glaubenshelden, einer der Zeugen in der Wolke, an die wir uns erinnern sollen. Wir sollen uns von ihnen sozusagen eine Scheibe abschneiden und sie zum Vorbild nehmen für unser eigenes Leben als Kinder Gottes. Nicht zwangsläufig genau in dem, was sie taten oder was sie darstellten, aber eben in ihren Kämpfen, in ihren Schwierigkeiten, in dem, was sie überwunden haben, dort, wo sie gesiegt haben. Von ihrem Glauben dürfen wir lernen und von ihrer Hoffnung und von dem, was Gott durch sie bewirkt hat, trotz ihrer Schwachheiten und ihrer manchmal vielleicht auch komplizierten Einstellung. Vieles, was ein Hiob, ein Mose, ein Elia, ein Jona, eine Ruth, David, Salomo, Jesaja, Jeremia oder auch neutestamentlich eine Maria, Martha, ein Petrus, Paulus und Johannes erlebten und viele andere, das kann man durchaus auch in mancher Hinsicht und Situation auf unser eigenes Leben übertragen. Sie hatten ihre Anfechtungen und ihre Leiden, sie hatten ihre Fähigkeiten und Umstände, ihre Kämpfe und Ängste sowie auch ihre Feinde und Freunde.
Sie litten mitunter auch unter Einsamkeit und hatten auch manche Traurigkeiten zu ertragen, waren müde über so manches in ihrem Leben, vielleicht sogar über sich selbst, müde über die Welt, in der sie lebten, müde über einige Menschen und bestimmt waren sie auch öfters mal genervt und enttäuscht. Kommt uns das vielleicht bekannt vor? Und sicherlich haben sie auch in manchen Umständen ihres Lebens Gott nicht verstanden. Sie haben sich womöglich gefragt, was sie hier, wo sie gerade waren, eigentlich zu tun haben. Manchmal wollten sie alles hinschmeißen und nur noch schlafen und sich die Decke über den Kopf ziehen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Hierbei denke ich an Elia. Er soll uns als eines von vielen Beispielen der großen Wolke von Zeugen dienen. Zuerst war er sehr eindrücklich ein großartiges Zeugnis für Gott, als er den Götzenaltar der Baalspriester und der Königin Isabel durch ein erhörtes Gebet an Gott in Schutt und Asche legte. 1. Könige 1,9. Da kam Feuer vom Himmel und verbrannte alles. Solange man Erfolg hat, die Dinge auch wahrnimmt, keinen Widerstand oder Schlimmeres erfährt und Großartiges geschieht, könnten wir tatsächlich manchmal Bäume ausreißen oder Berge versetzen, dem Feind kühn ins Gesicht grinsen und uns auch selbst auf die Schulter klopfen. Aber als die Königin Isabel zur Tötung Elias aufgerufen hatte, änderte sich sein Gemütszustand schlagartig. Er flüchtete aus Angst in die Wüste. 3 Tage lang. Als Elia alles hinschmeißen wollte, hat Gott ihm keinen Vorwurf gemacht. 1. Könige 19,4. Gott bedauerte ihn aber auch nicht, sondern gibt ihm einige neue Aufgaben. Gott tut also Folgendes. Er bemitleidet oder bedauert Elia nicht, wie gesagt, sondern gibt seinem Leben eine neue Blickrichtung und eine neue Aufgabe. Der Blick Elias sollte von sich selbst weggeführt werden. Wenn wir im Leid und der Erschöpfung nur auf uns selbst schauen, dann werden wir nicht froh. Kennen wir alle. Stattdessen lebt der Glaube davon, auf den zu schauen, der der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, auch in unserem eigenen Leben, nämlich Jesus Christus, Hebräer 12,29, Johannes 14,6. Das lernen wir nicht am Schreibtisch. Auf Gott zu schauen bedeutet, positiv zu denken und Dankbarkeit zu empfinden. Elia hatte Angst gehabt, das war keine Sünde. Elia lief auf der Flucht vor der Königin Isabel durch die Wüste um sein Leben. 1. Könige 19,2. Auch wir laufen innerlich vor so manchen Problemen, Sorgen und Nöten davon. Was steht für die Wüste? Einsamkeit, Einöde, Verlassenheit, Erschöpfung, Trostlosigkeit, manche Sinnestäuschungen, manche Dinge, die einem über den Kopf fliegen, so wie jetzt im Augenblick gerade dieser nervige Hubschrauber und so weiter und so fort. In die Wüste zu fliehen, das könnte man auch damit gleichsetzen, mit einem Abdriften in eine schwermütige Selbstanklage und irgendeine panikartige Flucht und aufgrund einer Enttäuschung, einer Frustration. Bei Elia sah das so aus und hörte sich folgendermaßen an. In 1. Könige 19,4 sagte er, er aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Das Problem Elias war vielleicht sein falscher Ehrgeiz. Er wollte besser sein als seine Väter und das ganze Land von den Götzen befreien und zu Gott führen. Als das misslungen war, wollte er lieber sterben. Das war purer Hochmut. Gott sendet mehrmals einen Engel, der ihn versorgt mit geröstetem Brot und Wasser. Elia geht aber lieber schlafen, als umzukehren. Danach läuft er 40 Tage erneut durch die Wüste bis zum Berg Horeb. Eigentlich eine tolle Leistung, beachtenswert. Aber Gott fragt ihn in 1. Könige 19,13, was hast du hier zu tun, Elia? Das fragt er uns vielleicht manchmal auch.
die Lösung für unser Leiden, unsere Depressionen, unsere Angst, unsere Frustration und so weiter ist vielleicht nicht unbedingt das Laufen und die Aktivität an sich, sondern eben das Laufen in die richtige Richtung und das Richtige zu tun, gehorsam zu sein, auf Gott zu vertrauen. Also das, was einem wirklich auch hilft. Gott hilft dem Elia dadurch, dass er ihn beauftragt. Er soll einen König salben, keine Kleinigkeit. Gott tröstet ihn mit der Aussage, dass noch 7000 Menschen in Israel übrig sind, die nicht dem Götzen Baal dienen. Elia ist nicht allein. Und du und ich, wir sind auch nicht allein in unseren Problemen und Sorgen und in unserer Einsamkeit oder in unserer Angst vor dem, was noch kommt und noch passiert in unserem Leben. Wir dürfen Gott vertrauen, wir sind nicht allein. Gott ist bei uns und er hat uns auch immer wieder, liebe Glaubensgeschwister, liebe Menschen an die Seite gestellt, mit denen wir reden können, mit denen wir beten können, die uns auch mit guten Ratschlägen und mit Ermutigungen dienen können und die uns ernst nehmen und die es gut mit uns meinen. Und jeder zur Depression geneigte Christ ist tatsächlich nicht allein. Zudem wird für Elia ein Nachfolger bereitgestellt, nämlich Elisa. Sein Dienst in dieser Form hat also auch ein Ende. Und auch das, womit du und ich gerade beschäftigt sind und was uns vielleicht manchmal über den Kopf wächst, auch das wird nicht bis in alle Ewigkeit so weitergehen. Die Zeiten, die diese Welt, diese Gesellschaft für uns hat, für unser Dasein, für unsere Arbeit, für das, was wir tun und umsetzen, das ist auch in Gottes Händen. Das hat seinen Anfang und das hat auch sein Ende nach Gottes Willen. Gott weiß, was er uns zumuten kann und will. Nun soll also Elia einen Schüler haben und ihn auch einsetzen und seine Erfahrungen weitergeben. Und das ist etwas sehr Positives und Gutes. Und auch das ist etwas, was dir und mir sicherlich gut zu Gesicht steht und auch Gott ehrt, wenn wir die Möglichkeit haben, auch unsere Erfahrungen, unsere Erkenntnisse weiterzugeben auf die eine oder andere Art und Weise. Elia ist trotz aller Schwachheiten ein Glaubensheld und somit ebenso einer der Zeugen in der Wolke. Ebenso haben auch andere aus der Wolke der Zeugen uns ihre Erfahrungen weitergegeben, damit wir an ihnen sehen, dass es sich lohnt, standhaft und treu zu bleiben, auf Gott vertrauen, auf seinen Segen, auf seine Treue, auf sein Verständnis unserer Situation und auf seine konkrete Hilfe, die nie zu spät kommen wird. Auch für uns ist das wichtig, einen anderen Menschen zu haben und mit ihm alles Gute zu teilen. Ehepartner, Freunde, Glaubensgeschwister. Das zählt nicht nur für die Ehe. Wir müssen nur lernen, unsere eigenen Vorstellungen nicht zum Maß aller Dinge zu machen und auch einsehen, dass wir die Dinge in unserem Leben, in dieser Welt und Gesellschaft vielleicht nicht immer ganz richtig und objektiv sehen und wahrnehmen. Wir sollen auch bereit sein, umzukehren von unseren falschen Wegen, wenn Gott uns das zeigt. Und auch von unserem falschen Denken. Es ist kein Beinbruch, wenn wir Fehler machen oder falsch denken, aber wir sollten nicht im Irrtum beharren oder uns selbst bemitleiden oder beratungsresistent sein. Stattdessen wird uns unser Gewissen auch helfen und Umstände werden auch in unserem Leben hineinsprechen. Und wir haben die Bibel und wir können auch beten und wir können uns von Glaubensgeschwistern auch etwas sagen und zeigen lassen, was wir vielleicht bisher übersehen haben. Und ebenso sensibel auf Gottes Reden zu reagieren, auch das können wir. Und das beinhaltet das Schauen auf die Wolke voller Zeugen, unter anderem. Es ist ein Wettlauf in der Kampfbahn des Glaubens. Es ist ein Kampf des Glaubens. Es ist ein guter Kampf des Glaubens. Und dabei sollen wir unnötigen Ballast vermeiden. Jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde. Stattdessen sollen wir laufen mit Geduld und gleichzeitig hinschauen auf unsere Brüder und Schwestern, die uns zum Vorbild geworden sind, die uns vorausgegangen sind. Geduld zu haben bedeutet inhaltlich eine stetige Entschlossenheit
zu haben, sich zu eigen zu machen im Glauben, im Vertrauen und niemals aufzugeben und an das gute Ende zu glauben. Wer ist hier ein größeres Vorbild weiterzumachen als Jesus selbst? Darum ist er auch der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat weitergemacht, weil er das Ziel vor Augen hatte, trotz aller unfassbaren Leiden und allem Hass und aller Ungerechtigkeit, die ihm begegnet sind. Er hatte das Ziel vor Augen, nämlich unsere Erlösung. Zwischen Sünde und Misserfolg besteht ein Zusammenhang. Jesus hat das Ziel erreicht, weil er ohne Sünde war. Wir sind es nicht, aber uns wurde vergeben. Jesus hat den Preis für uns bezahlt. Unser ewiges Heil ist gesichert. Aber die Sünde, auch wenn sie vergeben wurde und vergeben wird, die ist noch da und macht uns manchmal das Leben schwer. Aber wir dürfen im Glauben daran unser Leben leben, dass Jesus Christus den Preis bezahlt hat, dass wir Kinder Gottes sind und dass uns niemand aus der Hand Gottes reißen kann. Gott macht gerecht. Und das macht das Glaubensleben manchmal holprig und schwer, wenn wir diese Gerechtigkeit, diese Annahme eben im Glauben umsetzen sollen, obwohl die Praxis manchmal eher das Gegenteil vermitteln will. Aber darauf kommt es nicht an. Wir brauchen die Erinnerung an die Leiden Jesu, an das, was er am Kreuz von Golgatha getan hat. Und er hat gesagt, es ist vollbracht und daran wird sich nichts mehr ändern, egal was noch alles passiert in dieser Welt oder in deinem Leben. Wir dürfen weitermachen, wir dürfen den Mut weiterhin aufrecht halten und wir müssen den Mut nicht verlieren. Es lohnt sich, dran zu bleiben und Gott sorgt dafür, dass wir dranbleiben. Das ist die Botschaft, denn Jesus vollendete unseren Glauben und macht unsere Heilung zu einem absoluten Erfolg, auch wenn wir das nicht immer sehen und spüren. Und dafür lohnt es sich eben auch manchmal etwas zu leiden. Aber wir sind ja, wie gesagt, niemals alleine. Wir haben als Erinnerung nicht nur die Wolke der Zeugen, an die wir denken dürfen und deren lehrreiches Leben wir studieren können, sondern wir haben auch die Gemeinde, die Glaubensgeschwister, die Predigt, nicht nur sonntags, das Gebet, die Fürbitten, die Bibel, das Abendmahl und die innere Gewissheit, dass Gott mich liebt, kennt, angenommen und erlöst hat und mich beim Namen nennt und durch den Heiligen Geist in mir Wohnung genommen hat, den Geist sogar versiegelt hat. Es ist derselbe Geist, der auch in jedem wohnt, der zu der Wolke von Zeugen gehörte. Das sind unsere geistlichen Brüder und Schwestern. Und wir haben Gaben und wir haben Talente, die Gott uns gab und mit denen wir uns einander dienen können. Es gibt auch immer einen Ausgleich, etwas, was uns zur Ruhe bringt, innerlich und äußerlich. Wir müssen nicht ständig arbeiten, ständig kämpfen. Gott weiß, dass wir das nicht können. Darum wird er uns auch immer wieder Ruhe und Auszeiten und Erholung und Pflege geben. Auch Elia durfte schlafen, essen und trinken und sein Herz ausschütten und ein Engel diente ihm. Wir werden nicht unter die Räder kommen, sondern wir werden überwinden und das Ziel erreichen, weil Jesus es für uns bereits erreicht hat. Wir müssen ihm nur im Glauben und mit Geduld vertrauensvoll nachfolgen. Und der Heilige Geist wird uns dazu befähigen. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wenn wir den betrachten sollen, der so großen Widerspruch gegenüber den Sündern erduldet hat, bedeutet das einfach, wir sollen über alles nachdenken, was damit in Zusammenhang steht. Und je mehr und intensiver wir das tun, wird unser eigenes Leid auch relativiert und im Vergleich zu den Leiden Jesu gering. Und es soll und wird uns als Christen dabei helfen, gegen unsere eigenen Sünden und Versuchungen erfolgreich anzukämpfen. Das ist der Wettkampf in der Kampfbahn des Lebens. Und der ist uns, der ist dir und mir verordnet, damit wir erstens nicht vergessen, was uns auch durch Züchtigungen beigebracht wurde. Und zweitens, geistlich wird uns das auch reifen lassen als Mensch und als Christ. Züchtigung ist keine Strafe. Die Strafe lag auf Jesus.
dem Lamm Gottes, Jesaja 53,5. Von daher ist das eher ein moralisches Training, um von Gott in das Bild Jesu hineingeführt zu werden. Dazu müssen wir korrigiert werden. Und es ist ein Beweis, wenn das geschieht, dass wir Kinder Gottes sind. Nur solche werden von Gott erzogen und korrigiert. Entsprechend sind wir, wie wir gelesen haben, keine Bastarde, also uneheliche Kinder. Nein, wir sind Kinder Gottes. Dem sollten wir uns auch dankbar unterordnen und es annehmen, festhalten, auch wenn nicht immer alles so optimal funktioniert in unserem Leben. Gott macht jedenfalls keinen Fehler. Bei irdischen Eltern ist das nicht immer der Fall, auch wenn sie gläubig sind, das wissen wir alle. Gottes Korrekturen helfen uns, unseren himmlischen Vater in seiner Heiligkeit besser wahrzunehmen und zu verstehen. Im 3. Mose, Kapitel 20, Verse 7 bis 8 steht: So sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin der Herr, euer Gott, und sollt meine Ordnungen einhalten und sie tun. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Es kommt etwas Gutes dabei heraus, nämlich Frieden und Reife. Wir sind Heilige, manchmal vielleicht chaotisch, unreif, kurzsichtig, rebellisch und ahnungslos, aber dennoch Heilige. Und dass es so ist, muss uns Gott manchmal eben in Erinnerung rufen. Seien wir dafür dankbar. Wie können wir nun ganz praktisch diese leicht umstrickende Sünde und jede Bürde, also Last, ablegen? Die größte Last und Bürde war unsere Trennung von Gott durch unsere Sünde, die uns verurteilt hat vor dem Schöpfer. Diese Last ist weg. Uns ist durch den Glauben jede Sünde vergeben. Und das Blut Jesu hat uns von aller Sünde gereinigt. Nach dem Gesetz, juristisch, wird fast alles mit Blut gereinigt. Hebräer 9,22. Entsprechend lesen wir in 1. Petrus 1, 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Paulus sagt, dass wir es wissen, wer uns erlöst hat. Das nimmt uns eine unbeschreibliche Last und Bürde einfach weg. Wir dürfen ungetrübt mit dem allmächtigen Schöpfer des Universums ganz persönlich und in Liebe leben, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Aber wir wissen auch, dass wir wohl nicht immer entsprechend leben. Wir sind zwar in Jesus frei und bleiben es auch, Johannes 8, 32, aber die Welt und unser Gemüt, unsere geistige und geistliche Trägheit und unser Kleinglauben ist manchmal sehr dominant. Wir sind wankelmütig. Wir wissen das. Aber was hilft uns? Hierzu einige hilfreiche Gedanken, die dazu beitragen können, dass wir unsere Wankelmütigkeit auch überwinden. Erstens, sei ehrlich mit dir selbst. Ein verängstigtes Gemüt und ein zerschlagener Geist ist Gott viel lieber als hohle, aufgesetzte Versprechungen. Zweitens, suche dir erbauliche Beziehungen. Wir erlangen keine Ehrlichkeit mit uns selbst ohne die Ermutigung, Korrektur und Unterstützung anderer Christen und Freunde. Sprüche 27, 17. Sei entsprechend kein chronischer Einzelgänger. Drittens, denke richtig. Oft haben wir verdrehte Gottesbilder und unsere komplizierten Denkstrukturen hindern uns daran, im Glauben zu wachsen und die Dinge nüchtern und wahrhaftig zu sehen. Unser Selbstbild ist manchmal durch tiefe persönliche Verletzungen beschädigt. Dann legen wir Gräben um uns herum, die uns vor weiteren Enttäuschungen schützen sollen. Wir sind aber nicht die Summe unserer Niederlagen, sondern wir sind Gottes über alles geliebte und erlöste Kinder. Nicht andere Menschen oder gar eigene Angehörige entscheiden darüber, wie wir uns selbst annehmen und sehen sollen und können, sondern allein der allmächtige Gott. Dazu solltest du einfach von Herzen Ja, Amen und Danke sagen. Gott hat dich gewollt. Viertens, rechne mit Gottes heiligem Geist.
Unsere seelischen und geistlichen Bedürfnisse haben ihre Quelle und Kraft im Geiste Jesu Christi. Er ist der Geist der Wahrheit, Klarheit, Liebe und Gnade. Gottes Geist bewirkt in uns Ehrlichkeit, Freude, Friede, Liebe und Gottvertrauen. Der Geist ist Leben, und wenn wir uns Gott nahen wollen, müssen wir dies im Geist und in der Wahrheit tun. Nur so funktioniert der Glaube. Gott macht es mit uns ebenso, denn er kennt uns nicht mehr nach dem Fleisch. Der Heilige Geist ist eine real existierende himmlische Kraft und Persönlichkeit, die in den Gläubigen wohnt und Dinge bewirkt, verändert, initiiert, ins Leben ruft und Gottes Werke bewirkt und nicht zuletzt auch den Glauben am Leben erhält. Fünftens, lasse dir Zeit. Gott macht es auch. Es gibt einen Zyklus des Wachstums, der bei jedem gläubigen Menschen anders ist. Es gibt für dein Leben ein individuelles Zeitfenster und daher gibt es auch kein zu spät und ebenso kein zu früh. Alles hat seine Zeit und wir müssen nicht neidisch oder argwöhnisch auf andere Christen schauen oder sie für geistliche Tiefflieger halten oder jemanden, der meilenweit vor uns voraus ist. Nein, das ist oft nicht so. Das wäre eher hochmütig, so zu denken und entspricht auch nicht den Tatsachen, die vor Gott gelten und die er sieht. Und darauf kommt es an. Wir sollen nicht uns mit anderen vergleichen. Es gibt für unser geistliches Leben keine Abkürzungen, auch wenn wir das gerne so hätten. Das ist nicht dramatisch oder schlimm, sondern eben Teil des Planes Gottes für seinen kostbaren Schatz. Und das bist du, 2. Mose 19,5. Wenn wir das beherzigen und daran denken, müssen wir auch keine Angst davor haben, dass uns die Bürden irgendwann zu Boden drücken oder die Stricke der Sünden uns so sehr einwickeln, dass wir geistlich keinen Schritt mehr nach vorne machen können. Nein, die Bibel sagt, dass wir das einfach ablegen sollen, was uns hier beschwert, also im Gebet vor Gott bringen. Wenn das nicht möglich wäre, würde uns der Text das auch nicht so sagen. In die gleiche Richtung geht der bekannte Text in Matthäus 11, 28 bis 30, wo Jesus sagte: Kommt her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir legen also etwas ab, indem wir etwas anderes aufnehmen. Das Joch Jesu ist der Glaube. Das ist mitunter ein Kampf in dieser ungläubigen, oberflächlichen und egoistischen, dämonischen Welt. Und trotzdem sollen, ja müssen wir glauben. Aber das ist doch im Vergleich zu vielen anderen Dingen, die wir im Leben unbedingt tun müssen, um zu überleben, eher einfach und tatsächlich sanft und leicht. Glaube ist etwas Innerliches, etwas, was sich in meinem Kopf, meinen Gefühlen und meiner Seele abspielt. Und der Heilige Geist redet und arbeitet mit uns. Das kann, soll und wird uns Ruhe geben, jeden Tag. Es ist schön, gläubig zu sein und sich darin in der täglichen Praxis zu üben. Gott ist bei uns. Ein Leben als Christ ist ein Marathonlauf. Wir brauchen also Ausdauer und nicht unbedingt Sprinterqualitäten. Wenn wir vorne weglaufen, holt uns die Realität meist schnell wieder ein. Auch Jesus hat diesen Wettkampf mitgemacht. Sein Weg ging vom Himmel nach Bethlehem über Gethsemane und Golgatha wieder zum Himmel zurück. Und was hatte er dabei für Kämpfe zu überstehen? Keiner hat je so großen Widerspruch der Sünder gegen sich erdulden müssen wie er. Keiner von uns wäre dazu in der Lage gewesen, vor allem wenn wir daran denken, wer Jesus war und ist. Wir haben tatsächlich noch nicht bis aufs Blut widerstanden, wie die Bibel sagt. Wir wehren uns manchmal darum nicht, weil wir es nicht können, keine Chance hätten oder uns auch die Argumente fehlen und wir einfach nur unsere Ruhe haben wollen. Jesus wusste alles und konnte alles. Keiner hätte ihm auch nur den kleinsten Widerstand entgegenbringen können. Er konnte sich wehren. Und wie? Aber er hat
darauf mit unmenschlicher Geduld verzichtet. Wir würden niemals so handeln, vor allem wenn wir doch auch mal ganz anders reagieren und die Dinge regeln könnten. Da hieße es dann, das Imperium schlägt zurück oder auch Gott vergibt, Django nicht, wie manche Filmtitel heißen. Aber Macht ohne Liebe, das ist grausam, ungerecht und falsch. Damit wir wie Jesus werden, brauchen wir unsere Kämpfe und auch unsere Niederlagen. Ein gerechter Feld, nicht vielleicht 7-mal, sondern er tut es immer wieder. Aber 7 steht ja auch für die Zahl der Vollendung. Er steht immer wieder auf. Gott sorgt dafür. Wir sind nicht das Produkt unserer Niederlagen. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind erlöste Kinder Gottes, denen die Sünden vergeben worden sind. Und der Teufel hat keinen Anklagepunkt, weil Jesus bezahlt hat. Und Gott sorgt für uns nicht mit Gewalt oder Drohungen, sondern mit liebevoller Geduld, mit Langmut, mit Trost und mit Unterstützung. Mit Sünde, Verfolgung, Anfechtungen, Züchtigung und Erziehung im Wettlauf in der Kampfbahn des Glaubenslebens umzugehen, ist eine Frage der Geduld und des Vertrauens. Das bedeutet dann eben auch, diese Dinge anzunehmen und sie nicht zu unterlaufen durch Vermeidungstaktiken und Ähnliches. Alle, die in der Wolke der Zeugen stecken, haben das erleben und erfahren müssen. Auch so ein religiöser Sturkopf wie Saulus von Tarsus oder ein vollmundiger und voreiliger Jünger wie Petrus oder ein lustvoller und fahrlässiger Schöngeist wie David, wie ein sehr weiser, aber auch wankelmütiger Mensch wie Salomo, wie ein ungeduldiger Mose und so weiter und so fort. Sie alle haben uns durch ihr Leben und ihre Kämpfe etwas hinterlassen, was auch uns helfen soll, so verändert zu werden als Kinder Gottes, dass Gott glücklich mit uns ist, und das wird er auch sein am Ende. Veränderungen waren bei diesen Glaubenshelden nötig, innerlich und manchmal auch äußerlich oder auch beides. Und das ist auch bei dir und bei mir nicht anders. Wir sind also in guter Gesellschaft. Wir haben es in mancher Hinsicht vielleicht schwerer, weil die Verführungen in der Endzeit stärker und gemeiner sind und der Teufel weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat und mit seinen Täuschungen, Verführungen und Zerstörungen schneller vorankommt, als wir vielleicht manchmal wahrhaben wollen. Aber wir haben es auch gleichzeitig leichter, weil wir in der Gnadenzeit leben, im neuen Bund und den Heiligen Geist beständig in uns haben, wenn wir von neuem geboren sind. Wir kennen das Ziel, wir haben eine lebendige Hoffnung, wir dienen Gott, wir haben Gaben und Talente, wir dürfen die Zeit auskaufen, wir dürfen uns sogar Schätze für die Ewigkeit sammeln. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben die Bibel und wir haben auch vielleicht eine Gemeinde oder einen Hauskreis. Wir haben Glaubensgeschwister, die ein Interesse an unserem Leben haben und für uns beten. Wir dürfen uns bleibende Schätze, wie gesagt, für den Himmel sammeln. Wir warten auf die Wiederkunft unseres Erlösers, Jesus Christus. Wir warten auf die Entrückung. Wir werden von den Toten auferstehen, falls wir nicht mehr leben sollten bei der Entrückung. Jesus könnte schon heute Abend in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Gott holt uns zu sich. Das Beste kommt noch. Was soll man noch sagen? Alles wird gut. Gott segne euch. Amen.